Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Literaturland Thüringen im Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie Annette Seemann und Jens Kirsten. Zu Gast in unserer heutigen Sendung ist der Germanist Jochen Goltz. Herzlich willkommen, Herr Goltz. Lieber Jochen, du bist in Stettin geboren und bist dann schon bald mit deiner Mutter und dann auch Stiefvater nach Thale an den Harz gezogen und dort bist du groß geworden. Und sehr früh bist du auch schon zu einem Leser geworden. Was für Möglichkeiten gab es in Thale zu lesen? Ja, die Möglichkeiten waren relativ begrenzt. Das begann mit einer privaten Leihbibliothek, wo man noch gegen wenige Groschen Bücher ausleihen konnte. Bei einem privaten Buchhändler hatte er so eine kleine Leseabteilung, aber der Fundus erschöpfte sich bald und dann war ich bald Stammleser erstens in der Kinderbücherei. Das hatte ja damals, Anfang der 50er Jahre, so manchen Vorteil. Es war warm und hell, auch in Winterzeiten. Und da konnte man, war alles Freihandbereich, konnte man in Ruhe lesen. Man ging ans Regal, griff sich das Buch heraus. So, und dann später ab 14, 15 bin ich dann gewechselt in die richtige Stadtbibliothek. Und deren Fundus war auch nicht so sehr groß, denn es war ja so, die städtischen Bibliotheken waren ja auch nach 1945 auf faschistische Schrifttum gefilzt worden. Da ist ja viel sekretiert worden, da ist hier auch manches Buch weggekommen, was durchaus hätte bleiben können. Und dann blieb aber einiges übrig, doch ein guter Fundus noch von Klassikern und wissenschaftlicher Literatur, alles Mögliche. Und das habe ich dann im Grunde querbeet gelesen. Bis zu dem Zeitpunkt, als man mir sagte, wir haben nichts mehr für dich. Und dann habe ich so kurz vorm Abitur im Grunde dann meine Lektüre dort einstellen müssen, weil einfach nichts mehr da war, was mich interessiert hätte. Aber auch schon früh bist du zu einem Goethe-Leser geworden, habe ich von dir gehört. Ja, das ist richtig. Da muss man erst mal sagen, man kam ja in der DDR mit 14 dann auf die erweiterte Oberschule. Das war also schon eine Goethe-Oberschule in Thale, in einem ehemaligen Schloss der Freiherrn von Busche-Streithorst. Das ist ja ein altes niedersächsisches Adelsgeschlecht. Und die hieß eben Goethe-Oberschule. Das war gewissermaßen schon ein äußeres Zeichen, dass ich mich unter diesem Namenspatron wohlfühlen konnte. Und dann so mit 14, 15 begann dann auch bei mir das Interesse parallel an älterer Literatur, das hatte ich schon vorher, also so die klassischen Erzähler des 19. Jahrhunderts hatten mich schon vorher interessiert, dann aber auch Goethe und parallel dazu auch die klassische Musik. Also ich habe damals angefangen, Schallplatten zu sammeln, was man so kriegen konnte und habe dann auch bald, vielleicht mit 14, 15, die erste Goethe-Ausgabe geschenkt bekommen. Und es gab ja damals schon, 1955 gegründet, hier an den NFG, die Bibliothek Deutscher Klassiker. Das war ja eine Reihe von Auswahlausgaben. Jeder Band kostete 5 Mark, was also einen unschätzbaren Privatvorteil später vor allen Dingen für bundesdeutsche Studenten bedeutete. Denn das Ding ist ganz gut, also die Reihe ist ganz gut exportiert worden auch. Und das waren also 10 Bände zunächst, herausgegeben von dem Heidelberger Pädagogen Reinhard Buchwald, der ja schon um 1940 herum eine große Schillermonographie vorgelegt hat. Und der hat also Goethe gewissermaßen zum eigenen Herausgeber gemacht. Band 1 und 2 begannen mit Dichtung und Wahrheit und dann schlossen sich eben weitere 8 Bände an. Und die habe ich alle wacker durchgelesen. Ob ich alles verstanden habe, ist eine ganz andere Frage. Aber ich habe bis auf den heutigen Tag so ein Faible für Gesamtausgaben, was manchmal einen auch ein bisschen ins Abseits führt. Aber diese Neigung ist mir dann auch letztlich in der Verlagstätigkeit zugute gekommen. Genau. Und du konntest eigentlich bruchlos anschließend an dein Abitur das Studium der Germanistik in Jena beginnen und hast ein zweites hochinteressantes Fach dazu gewählt, nämlich Indonesisch. Wie kam das dazu? Ja, zunächst zum Studienbeginn. Da gab es also vorher auch ein Gespräch mit meinem Deutschlehrer. Und es war ja so, bei diesen Studienvermittlungen, wir wussten, wo es die Studienrichtung Germanistik-Diplom geben wird.
Lehrer wollte ich nicht werden, dann hätte ich von vornherein zwei Fächer studieren müssen, aber ich wollte eben die Laufbahn einschlagen, die man vor einiger Zeit noch mit dem Magisterstudium, also ohne pädagogische Ausbildung. Und dann haben wir geguckt, das gab es in Berlin, in Leipzig und in Jena. Und dann sagte er, bewirb dich am besten mal in Jena. Berlin und Leipzig wird umkämpft sein. Da will fast jeder hin, in die Metropolen oder in die Zentrale. Bewirb dich mal in Jena, das liegt ein bisschen abseits. Und das habe ich dann gemacht. Und da ich ja gutes Zeugnis hatte und eine lupenreine soziale Herkunft, mein Vater war ja Klempner auf dem Flugplatz in Stettin gewesen, niemals selbstständig, also war ich Arbeiterkind, was ja ein Pluspunkt war. Und die Zensuren dazu, ich hatte auch überhaupt kein Problem, offenbar die Zulassung zu bekommen. Ich weiß noch, als immatrikuliert wurde, sagte dann einer von den anwesenden Bürokraten, ein junger Mann mit einem guten Zeugnis, der sich den Geisteswissenschaften widmen will. Offenbar war ich da eher eine Ausnahme. Gut. Also war das damals noch nicht so schwer, so einen Studienwunsch zu haben? Das würde ich nicht sagen. Also ich war in unserer kleinen Seminargruppe, wir waren, glaube ich, 10 oder 12 Leute, sowieso der Jüngste. Die anderen, auch die Jungen, hatten entweder 2 Jahre Armee hinter sich und auch von den Mädchen haben einige eine Berufsausbildung gemacht. Also eine Kommilitonin von mir, die dann noch nach 90 Leiterin des Stormuseums in Heiligenstadt war, die war nun streng katholisch, die musste sich erstmal als Buchhändlerin bewähren, bevor sie also Studium beginnen konnte. Also ich war, denke ich, in gewisser Weise eine Ausnahme, hatte irgendwie Glück. Und mit dem Indonesischen hing das anders zusammen. Zunächst muss ich sagen, dass ich für uns war der Studienplan so ein Experimentierfeld. Offenbar waren, nach einigen Jahren hatten die sich entschlossen, die Oberen irgendwo in Berlin, diesen Studiengang überhaupt zuzulassen. Und dann war die Frage, es gab keinen vorgeformten Studienplan. Sonst war ja das DDR-Studium weitgehend verschult. Es gab Seminargruppen, es gab strikt verordnete Vorlesungen, die zu besuchen waren, die geprüft wurden. Bei uns hat man dann ein bisschen probiert, sodass wir etwas Philosophiegeschichte gehört haben, ein bisschen Geschichte. Und dann habe ich zunächst als zweites Fach Kunstgeschichte gemacht. Heute bedauere ich es, nicht weitergemacht zu haben, aber hinterher weiß man immer besser Bescheid. Und mit dem Indonesischen war es so, damals war ja Indonesien so ein wichtiges Land in dem blockfreien Verbund. Also neben Tito war Sukarno eine ganz wichtige Figur in der Dritten Welt und die waren ja relativ links eingestellt und wollten auch mit der DDR ein bisschen sich zusammentun. Und die DDR auf ihrer Seite hat ja versucht, um die Anerkennung überall in der Welt zu ringen und sodass dann so ein kleiner Fuß in der indonesischen Tür ganz gut war. Also konnte man Dozenten hinschicken und die konnten dann Deutsch unterrichten. Und natürlich sollten die dann auch, denke ich mal, politisch für die DDR gut sagen. Aber das sah von Fall zu Fall ganz unterschiedlich aus. Kurzum, man beschloss also, dieses Fach Indonesienkunde einzurichten. Und das klang natürlich für uns exotisch und hatte einen gewissen Reiz. Man träumte dann davon, vielleicht doch mal außerhalb der Grenzen irgendwie Fuß fassen zu können. Und es war auch insofern nicht uninteressant, als wir also die Sprache selbst gelernt haben. Dann haben wir Konversationen gemacht mit einem indonesischen Physikstudenten, der da irgendwie gelandet war, stammt aus Medan in Sumatra. Und dann wurde der Horizont erweitert, indem auch zum Beispiel südostasiatische Geschichte und Kulturgeschichte gelehrt wurde. Also man lernte die Literatur kennen. Wir hörten eine Vorlesung über altindische Epik, weil ja die indische Kultur sehr stark nach Indonesien hereingewirkt hat. Und die Sprache selber ist reizvoll. Man sagt immer das Italienisch der Südsee. Es ist ja eine sozusagen Lingua Franca, die künstlich geschaffen worden ist. Also man hatte ursprünglich auch die Sanskrit-Alphabete. Dann hat man die lateinische Schrift 1945 eingeführt. Man hat den Wortschatz aus dem Malaiischen und dem Javanischen auf Sumatra zusammengestellt und brauchte eben, das sind ja glaube ich 6000 Inseln, man brauchte eine Verkehrssprache für die Medien, für die Literatur, für das ganze öffentliche Leben. Und das war dann eben die Lingua Franca dieses riesenhaften Inselreiches, das ja am 17. August 1945 gegründet worden war. Mit dem amerikanischen Wahlspruch E pluribus unum.
Naja, und dann haben wir diese Ausbildung, dann gehört auch allgemeine Religionsgeschichte dazu, war eine sehr gute Kaukasiologin, die aus Berlin gekommen war, ganz patente Frau, auch menschlich sehr angenehm, was man nicht von allen Lehrkräften sagen konnte. Und das hat eigentlich Spaß gemacht. Naja, und dann kam ihm im September 65, wenige Wochen nach unserem Examen, der große antikommunistische Putsch unter Suharto und damit war Schluss. Dann, ja. Und da haben wir also alle Träume begraben können. Und ich war dann am Ende froh, eine Stelle in Weimar finden zu können. Genau, aber dieses Studium, wie gesagt, das dauerte 5 Jahre, fünf ganze Jahre. Und vielleicht kannst du noch mal kurz die prägendsten universitären Lehrer in der Germanistik charakterisieren. Also ich beginne mal mit dem Einfacheren, mit der Altgermanistik, mit Heinz Mettke. Das war sicher einer der solidesten Altgermanisten der damaligen DDR, vor allen Dingen was Sprachgeschichte angeht, ältere Literatur. Wenn er über Literatur selber sprach, hat sich das alles in so Stammbuchreihen im Grunde aufgedröselt. Also es war nicht so sehr inspirierend. Aber man hat ein solides Wissen vermittelt bekommen. Und ich muss sagen, das Beste, was ich bei ihm erlebt habe, war mal ein Oberseminar über den Heliand, dieses altniedersächsische Epos. Und da war dann eine junge Theologin, eine Assistentin dabei. Und das war die Gescheiteste in der kleinen Runde. Und da hat das Mettke auch so richtig angeregt. Der lebte immer mit dem Komplex, keiner interessiert sich für sein Fach, keiner will was von ihm wissen. Und wenn man da im Oberseminar saß, dann hat man schon doch eine Art Loyalitätsbeweis abgeliefert. So, dann auch der Sanskritist Richard Hauschild, der also im Nebenfach uns die altindische Epik nahegebracht hat, war auch ein sehr guter Spezialist in seinem Fach. Müller sagte einmal, auf den komme ich gleich, eine Leuchte der Universität, damit wollte er uns Holzköpfen mal sagen, also ein Licht aufstecken, was es so alles an der Universität geben kann. Und dann vor allen Dingen eben Joachim Müller, der offenbar die Chance sah, sich um uns besonders zu kümmern, weil er der Meinung war, wenn man sozusagen nur Germanistik studiert, sind wir besonders empfänglich sozusagen für die Segnungen der Wissenschaft. Und zu Müller muss man ja sagen, er war in der Nazi-Zeit Studienrat, Mitherausgeber der Zeitschrift für Deutschkunde. Und das war ja eine der übelsten Fachzeitschriften damals und hat auch, wie er gelegentlich dann anzumerken pflegte, in einer unguten Stunde dies oder das geschrieben. Dann wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest als Dozent an Volkshochschulen zugelassen, hat dann Anfang der 50er Jahre ein Buch geschrieben mit dem Titel Wirklichkeit und Klassik, hat sich damit auf den Bahn von Georg Lukács bewegt und hat sich dadurch wieder für den Lehrbetrieb empfohlen und bekam 55 oder 56 den Lehrstuhl in Jena. Wurde auch Institutsdirektor, das blieb er die ganze Zeit, wo wir in Jena studiert haben. Ich werde nie vergessen, wie er uns begrüßte. Warum sind Sie nach Jena gegangen? Warum nicht nach Berlin, wo die glänzenden Emmerich und Killy lehren? Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Das waren zwar Ordinarien der Freien Universität. Also es war allein schon Emmerich und Killy hier namentlich zu erwähnen, uns sozusagen vom Sozialismus abzuwerben. Das war ja noch offen. Ich meine, im September 60 gab es noch keine Mauer. Da hätte er, es war ja versteckt der Hinweis, also wenn es Ihnen nicht passt, gehen Sie lieber noch nach West-Berlin. Ja. Und dadurch galten wir dann bald als Müllers Hofdiplomanten, was uns doch in einen gewissen Abstand zu den Lehrerstudenten brachte. Die hielten uns dann wahrscheinlich erstens für was Besseres, weil wir auch viel mehr Zeit zum Lesen hatten. Das muss ich schon sagen. Ich habe gelesen, gelesen, gelesen. Und dann kam eben auch dieser ideologische Gegensatz dazu. Denn Müller war natürlich ein bürgerlicher Wissenschaftler. Einmal sagte er zu mir, das war dann nach dem Mauerbau, Herr Goltz, wir werden jetzt dafür bestraft, dass wir hier geblieben sind. So eine Aussage gab es also auch. Und ich meine, man muss zu Müller sagen, ein wirkliches eigenes Konzept, wie so manch ein anderer Ordinarius hatte, nehmen wir der besagte Emmerich, war immer ein Hegelianer, so ein Links-Hegelianer, der schon seinen Faust II von Hegel her interpretiert hat. Aber Müller war da eher etwas
flexibel und schwankend. Aber was man bei ihm lernen konnte, war die Liebe zur Literatur. Und er hat gelesen von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart. Und am beliebtesten war er dann bei den Veranstaltungen für Hörer aller Fakultäten. Das war immer Freitagabend um 6. Da kamen dann die interessierten Physik-, Chemie-, Medizinstudenten, da war der Hörsaal voll. Aber von den Germanisten sah man da nicht viele. Mhm. Und da hat er dann eben auch Dinge gelesen, Dramen von Barlach interpretiert, den Schwierigen von Hofmannsthal interpretiert. Da waren Texte dabei, die spielten im Studium überhaupt keine Rolle. Aber da verstand er eben so Impulse auszusenden. Und wenn man die aufnahm, war man gut beraten. Also eine ganz breite Aufstellung letztlich. Ja, ja. So, das muss man sagen. Und Vielfalt. Ja, ja, das muss man sagen. Und das war schon eine ganz wesentliche Anregung. Und er hat ja dann auch meine Examsarbeit betreut, hat dann auch das Erstgutachten für die Dissertation geschrieben. Also ich bin in gewisser Weise sozusagen Schüler von Müller, das muss ich schon sagen. Ich habe dann auch gewisse kritische Einschränkungen habe ich dann schon machen müssen, aber der Respekt und die Anerkennung überwiegen bei weitem. Das muss ich schon sagen. Du hast im Vorgespräch auch berichtet, dass es im Grunde auch Aufgabe der Lehrenden damals an der Universität war, den ersten Berufseinstieg zu ebnen für die Studierenden. Und das ist auch wohl bei dir passiert im Falle der Tätigkeit dann im Weimarer Aufbauverlag. Ja, es gehörte, glaube ich, zu den Aufgaben der Lehrkräfte, uns Stellen zu vermitteln. Und das Schlimmste, was uns hätte passieren können, wäre, sagen wir mal, Rat der Stadt, Abteilung Kultur gewesen. Also da wäre ich wahrscheinlich eingebrochen. Und das hätte man auch nicht ablehnen dürfen, solch einen Vorschlag. Ich bin glücklicherweise nie in die Lage gekommen, die Frage beantworten zu müssen. Es hat mich eben schon im Studium selbst, haben mich editorische Fragen besonders interessiert. Und ich habe zweimal Praktikum gemacht bei den NFG. Also einmal in Vorbereitung der nationalen Forschungs- und Gedenkstätten. Wir müssen diesen langen neobarocken Titel nur einmal wiederholen. Nur einmal, ja. Dann prägt er sich vielleicht also die ein. Vorläufer. Das war einmal, ging es um die Vorbereitung der künftigen Goethe-Briefausgabe. Das andere Mal ging es eher um die Heine-Säkularausgabe. Und dann habe ich zweimal Praktikum gemacht bei der Goethe-Akademie-Ausgabe. Das war nun wirklich noch ein Hort bürgerlicher Gelehrsamkeit bei Siegfried Scheibe und seinen Mitarbeitern. Und nachdem die gemerkt hatten, was ich für ein harmloses Gemüt bin, ging das dann auch so. Der eine Kollege, Helmut Praschek, der dann später zum Statistischen Bundesamt ging nach 90, das war so ein Hansdampf in allen Gassen, kam er mal rein, Herr Goltz, heute liest Havemann, wollen Sie mitfahren? Dann packt er uns in seinen Trabant und schafft uns in die Charité. Und dort las ja Havemann seine berühmten Vorlesungen. Da waren Sie noch an der Uni. Ja, 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 ja. Und das war schon beeindruckend. Ich war nur einmal dort. Der Hörsaal war krachvoll. Und Havemann ketzerte so vor sich hin. Und natürlich mit einem riesen Echo. Man merkte, die hingen alle an seinen Lippen. Also das waren so. Aber das hatte für mich den Vorteil, dass immerhin unser Seminarbetreuer Manfred Bayer, damals noch kein Professor, der brachte es später dann noch zu allen akademischen Ehren, aber da haben wir einmal so ein Seminar gehabt zu Editionsfragen, habe ich auch ein Referat gehalten und dann in meinem Seminarschein stand dann doch geschrieben, dass ich doch die Leistung der anderen bei weitem überstiegen hätte. Also ich neige nicht zur Ruhmredigkeit, aber das hat mir doch zumindest den Pluspunkt verschafft, dass Bayer doch der Meinung war, naja, so, was weiß ich, Kulturpolitik ist vielleicht für den Goltz doch nicht das Richtige. Sehr gut. Er hätte mich vielleicht auch ans Goethe- und Schiller-Archiv empfohlen, wenn es Gelegenheit gegeben hätte. Aber dann kam eben die Chance, im Aufbauverlag zu arbeiten. Genau, und da gibt es eben dieses Jahr 64, 65, wo dieser eigentlich Berliner Verlag noch eine Filiale in Weimar gründete und wo es eine Verlagsreform auch gab, wo verschiedene andere Verlage fusioniert sind. Der Thüringer Volksverlag
Und die suchten auf einen Schlag mehrere Lektoren. Na klar. 5 Stellen waren frei und eine Person, Peter Goldammer, kam von Berlin nach Weimar. Das war dann der Chef. Also bitte erläutere das. Ein Wort zu den Hintergründen. Welche politischen Absichten hinter dieser Verlagsreform standen, vermag ich jetzt in der Rückschau gar nicht so genau zu sagen. Es war aber so, dass man eben kleine Verlage an größere angliedern wollte. Und in Weimar gab es den Volksverlag Weimar. In diesem Volksverlag, dann noch als Imprint, wie man heute sagen würde, den Arion Verlag. Das war der Spezialverlag der Forschungs- und Gedenkstätten. Dort hat also Holzhauer alle seine Bücher veröffentlicht, wissenschaftliche Studien, alles Mögliche. So, und der Volksverlag war auch der Verlag der Bibliothek Deutscher Klassiker. Und die hatten damals schon begonnen, auch eine Antikenreihe aufzubauen. Und dann kam eben dieser Beschluss 65, der Volksverlag wird aufgelöst, er wird fusioniert mit dem Aufbauverlag in Berlin, was eben hieß, dass der Aufbauverlag künftig eine Filiale in Weimar hat. Und eigentlich war vorgesehen, dass die Berliner Kollegen nach Weimar umsiedeln, aber wer einmal in Berlin lebte, ich meine, Berlin war auch zu DDR-Zeiten ein privilegierter Ort, man wurde in vieler Hinsicht bevorzugt behandelt, das Warenangebot war besser, die Gehälter waren höher, die Berliner haben alle gesagt, wir sind doch nicht blöd, und gehen nach Weimar. Nur der Einzige, der Chef, Peter Goldammer, denn dessen Lektorat in Berlin wurde ja aufgelöst. Das Lektorat klassisches Erbe gab es dann nicht mehr. Und wenn er hätte Chef bleiben wollen, konnte er das nur in Weimar sein. Also musste er übersiedeln und wurde dann Chef dieses Verlages. Und da blieben einige Kollegen aus dem alten Volksverlag, die blieben bestehen, darunter auch meine verstorbene Frau, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und dann gab es eben die Chance, weil die Berliner alle nicht wollten, dass auf einmal 5 Stellen frei wurden. Und das waren dann eben 2 meiner Kommilitonen, Toni Günther und Konrad Paul. Dann waren 2 Kollegen aus Leipzig, Rudolf Mingau, der leider schon 79 an Krebs starb, und Wolfgang Ritschl, der dann Lektor wurde für die Bibliothek der Antike. Der hatte in Leipzig klassische Philologie studiert und war dann der Lektor für die Antike. So, und dann im, glaube ich, Oktober 65 kam dann noch Wulf Kirsten frisch hinzu. Und für ihn war das, glaube ich, eine Erlösung aus einem Schulelend, das er einfach nicht ertragen konnte. Und soviel ich weiß, hatte er in Leipzig wohl bei Helmut Richter eine Examensarbeit geschrieben. Und Helmut Richter und Goldammer waren gut befreundet, machten auch gemeinsam manche Editionen. Und Richter muss dann zu Goldammer gesagt haben, du pass mal auf, der Wulf Kirsten, das ist, wie Goldammer später sagte, der geborene Bücherwurm, der passt in euren Laden. Das war das Glück für alle, ja. Das war für alle das Glück. Ja, und das Klima in diesem Weimarer Aufbauverlag scheint sehr positiv gewesen zu sein. Also unter uns jungen Kollegen war das eigentlich ein Glücksfall. Wir sind alle völlig offen miteinander umgegangen. Wem man nicht vertrauen konnte, das war nur eigentlich nur ein einziger. Mit allen anderen, ich meine, da gab es dann noch 2 Kollegen, mit denen wird man nicht jedes Wort getauscht haben. Aber also unter uns junger Mannschaft war das überhaupt keine Frage. Und ich sage auch mal insgesamt, wenn ich meine Berufstätigkeit insgesamt betrachte, ich habe glücklicherweise nie in Teams, sagt man ja heute, gelebt, wo es Karriereprobleme gab. Wir waren alle gleich. Wir waren gleich im Aufbauverlag, wir waren gleich in unserem kleinen Institut, dann an den NFG. Und wir waren eben, jeder war Lektor, und das Gute an Goldammer, den man manchmal auch nicht ausstehen konnte, wenn er einem also wieder die Lehren des neuesten Plenums nahebringen wollte und nicht aufhören wollte, uns zu erklären, welche fundamental neuen Gedanken die Parteiführung gerade wie sich ausgedacht hat. Und da hatten wir Sitzungen, die begannen früh um 9, endeten abends um 6. Ich konnte nur Goldammers Stehvermögen bewundern. Dann qualmte er doch noch wie ein Schlot zwischendurch. Von all dem abgesehen, Goldammer war in familiären Dingen außerordentlich verständnisvoll. Er hat Qualitätsarbeit zu schätzen gewusst, hat jeden Kollegen nach seinen Fähigkeiten und Leistungen gefördert.
Und da konnten dann eben auch die Kollegen Editionen machen, Nachworte schreiben, trifft ja auch für mich zu. Dadurch konnte man das schäbige Gehalt aufbessern. Das war ja, da wuchsen die Bäume, weiß Gott, nicht in den Himmel. Und man konnte sich auch ein bisschen entwickeln, als ich dann also Ende 77 den Verlag verließ, hatte ich immer den Status eines Fachgebietsleiters erlangt für klassische Ausgaben. Das war dann, nachdem ich ja auch dort mit Goethe angefangen habe. Ja, vielleicht kannst du noch mal da das Spektrum dessen, was du da ediert hast, ein bisschen auffächern. Und dann müssen wir natürlich darüber sprechen, dass damals jedes Buch, was den Verlag und nicht nur diesen überhaupt verließ, musste zensiert werden. Das ist auch für uns heute gar nicht mehr so unbedingt fassbar. Ja, und mit dem allerletzten zu beginnen. Für jedes Buch wurde ja im Kulturministerium eine richtige Urkunde ausgestellt. Eine Druckerlaubnis. Und Druckerlaubnisse wurden ja nur von der Zentrale aus für Bücher vergeben, die sozusagen DDR-weit oder weltweit vertrieben werden sollten. Dann gab es noch Lizenzen, glaube ich, für Kreisebene und für Bezirksebene. Das war dann meinetwegen eine kleine Museumsschrift für das Stadtmuseum von Rudolstadt oder so. Das konnte dann der Kreis austeilen. Aber die Buchproduktion wurde eben streng beaufsichtigt von Berlin aus. Und ich denke mal so, dadurch, dass Goldammer großen Kredit besaß im Kulturministerium. Es gab für den klassischen Bereich eine Arbeitsgemeinschaft, die beim Kulturministerium angebunden war, und dort wurden die Themenpläne abgestimmt. Da mussten also, gab dann jährliche Konferenzen, dann saßen die Verlagsvertreter an einem Tisch, also Buchverlag der Morgen und Insel und was es so alles gab, für den klassischen Bereich, also für die toten Autoren, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind. So, und dann wurde entschieden, wenn also, sagen wir mal, zwei Verlage Eduard Mörike anbieten wollten, dann hat Goldammer weise entschieden, der kriegt den Zuschlag, der Mörike richtig schreibt. Dann gab es einen Verlag, der hat Mörike mit CK geschrieben. Und das ging dann nicht. So. Also es gibt viele kurzweilige Geschichten. Hattest du damals das Gefühl, dass du eine Nischentätigkeit ausübst? Im weitesten Sinne des Wortes. Im weitesten Sinne des Wortes kann man das schon sagen. Ja, also es war ein Glücksfall. Aber war das nicht eher so, dass man im Aufbauverlag, zumal in Weimar, wo jetzt nicht Behörden so nah waren wie in der Berliner Hauptfiliale, dass es da auch unglaubliche Freiräume gab? Denn so ein Fachwissen hatten ja nicht allzu viele. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Begutachtung, ob es nun um ein Gutachten oder ein Außengutachten ging, dass Ihnen und den anderen ja da nicht so viele das Wasser reichen konnten. Wobei in der Hauptverwaltung, Verlag und Buchhandel ja keine dummen Leute saßen. Ja, das sieht aber von Fall zu Fall ganz verschieden aus. Also ich weiß, mein verstorbener Kollege und Freund Jürgen Jahn, der war Leiter des Lektorats Literaturwissenschaft, der hat sich immer geärgert über seine Zensorin. Das war Frau Vollrath. Die war unsere erste betreuende Assistentin in Jena im Studium und die war wirklich sowas von borniert, das kann man sich nicht vorstellen. Ich denke mal, im Erbebereich waren die Grenzen etwas lockerer gesetzt. Ich weiß auch gar nicht, weil das nicht mehr in unsere Kompetenz fiel, ob dafür jeden Titel Außengutachten angefertigt werden mussten. Da bin ich mir gar nicht sicher. Und ich meine, so sagen wir mal, Band 4 der Berliner Goethe-Ausgabe, was sollte da der Außengutachter noch finden? Das war mehrfach gesiebt und lektoriert. Ich denke mal, das war nicht unser Problem. Die Chance für die Lektoren bestand dann auch darin, dass sich ja die Universitätsgermanisten mit Edieren ein bisschen schwer taten. Das Hochschulsystem war ja ein anderes als in der Bundesrepublik, wo dann also ein Ordinarius über eine Vielzahl begabter Schüler gebieten konnte, und wenn der dann unter seinem Namen eine Edition veröffentlichte, konnten dann die Assistenten oder begabten Studenten sich Sporen verdienen. Und der Chef gab dann sozusagen seinen Namen her. Ja. Die Situation gab es ja in der DDR nie. Ja. Und dadurch hatten wir immer die Chance, auch als Herausgeber tätig zu werden. Ja, das ist so eine wirklich in Westdeutschland unbekannte Schnittstelle gewesen, muss man so sagen. Dann hast du aber gleichzeitig während der Arbeit im Verlag tagsüber hast du noch
deine Promotion, deine Dissertation verfasst, an Wochenenden, an Abenden und Familienleben auch noch gehabt und alles nebeneinander her. Und ja, es war so, ich hatte dann eine sogenannte außerplanmäßige Aspirantur. Die hat mir, wenn ich mich richtig erinnere, irgendeine kleine Steuererleichterung verschafft. Das war es aber auch. Der Verlag sagte gleich, also Freizeit gibt's nicht. Ich war ja dann der einzig Promovierte in Weimar. Und es gab mal eine kuriose Situation. Da war der Justiziar des Kulturministeriums anwesend, Herr Dr. Münzer. Und er redete in der Versammlung Goldammer immer mit Herr Dr. Goldammer an. Worauf Goldammer dann gallig sagte, ich führe den Titel nicht. Aber Jochen Kreutz führt ihn. Naja, das habe ich wirklich an den in meiner Freizeit geschrieben, auch an den Wochenenden. Ich war immer der Meinung, wenn man sich etwas vornimmt, soll man es auch machen. Und dann habe ich eben dann 69 in Jena die Arbeit verteidigen können. Ja. Also innerhalb von 4 Jahren, wo man nur eingeschränkt Zeit investieren kann, ist das allerhand, finde ich. Und das war dann auch bei Joachim Müller. Und das war dann bereits jetzt Jean-Paul, nämlich dein zweiter Favorit in der Literatur, möchte ich mal sagen, neben Goethe. Ja, ja, so kann man das sagen. Die Liebe dazu hat schon Müller in mir geweckt, schon im Studium. Da habe ich auch die Diplomarbeit ungewöhnlich aus heutiger Sicht auch schon zu Jean-Paul geschrieben. Dann blieb ich dabei und habe ja dann auch die Habilitation noch zu Jean-Paul absolviert, auch entgegen allen akademischen Sitten, denn nach bundesdeutschen Maßstäben muss man im Grunde auf allen Gebieten Staub gewischt haben, um sich als Fachmann profilieren zu können. Also da möchte man zwischen 1700 und der Gegenwart mal zu allem, was publiziert haben. Aber zu DDR-Zeiten ging das eben, hing auch mit der ganz spezifischen Entwicklung zusammen. Ja. Und diese Arbeit wurde dann auch gelobt und man hat ihr die großen Tugenden der DDR-Germanistik zuerstanden. Das war dann die Habilschrift, die habe ich ja geschrieben während meiner Zeit an dem Institut für klassische deutsche Literatur, an den NFG. Also noch zu DDR-Zeiten geschrieben und ich habe dir das ja schon mal kurz angedeutet, als ich mal mit dem inzwischen leider verstorbenen Genfer Germanisten Bernhard Böschenstein zu sitzen kam. Er saß mir gegenüber und er hatte im Grunde meine Arbeit in der Germanistik überschwänglich gelobt in diesem Referatenorgan und da war ich doch von Skrupeln befallen und habe ihn nochmal gefragt, wie er das denn gemeint habe. Da habe er gemeint, da habe er das ganz ernst gemeint, die Arbeit verkörpert für ihn die Tugenden der DDR-Germanistik. Da habe ich so bei mir gedacht, naja, wenn dir das Böschenstein sagt, eigentlich eine Größe der Zunft, dann kannst du ja vielleicht nicht alles falsch gemacht haben. Und ich hatte damals dann auch als zweiten Gutachter Kurt Wölfel, den damaligen Präsidenten der Jean-Paul-Gesellschaft, der mir eigentlich auch ein paar gute Worte reingeschrieben hat in das Gutachten. Das war dann doch die letzte Station meiner großen Beschäftigung mit Jean-Paul. Und die Zeit im Aufbauverlag, die endete dann 1977 für dich und du gingst an das Institut für klassische deutsche Literatur, an den NFG. Und auch das kann man ja vielleicht als eine Art Nische für einen Germanisten bezeichnen in der DDR, oder? Wie war denn dieses Institut beschaffen? War das groß oder? Ja, es war ja so, die NFG hatten ja auch immer, abgesehen von diesen bestandsbildenden Direktionen, Goethe-Schiller-Archiv, Zentralbibliothek der deutschen Klassik, die ja erst 68 mit der Landesbibliothek fusioniert wurde, da hatten sie also Archivare, Museologen, Bibliothekare beschäftigt. Die hatten aber auch immer so eine kleine Mannschaft von Germanisten. Hans-Heinrich Reuter, dann meine vieljährige Kollegin Regine Otto, Wolfgang Hecht, Rosalinde Gothe. Und die wurden immer hin und her geschoben. Denn Helmut Holzhauer war der Leiter der NFG damals. Erst Direktor, später Generaldirektor der NFG, unter dem wollte er es nicht machen. Der Titel hat sich dann auf seine Nachfolger vererbt, die waren dann auch Generaldirektoren. Und Holzhauer gründete auch mal ein Institut für deutsche Literatur. Holzhauer war immer ein Mann der großen Worte. Wenn er was Neues einführte, nehmen wir mal an, er wollte die Weimarer Ausgabe erneuern, dann nannte er das gleich
neue Weimarer Ausgabe. Unter dem machte er es nicht. Oder er gründete eine Bibliothek und hatte kaum Bücher. Dann nannte er das Zentralbibliothek der deutschen Klassik. Denn den Buchbestand dafür, den nahm er sich aus der Bibliothek der Goethe-Gesellschaft. Ach so, ja. Denn deren 45.000 Bände standen bis 1954 im Goethe- und Schiller-Archiv. Und dann hat Holzhauer sie in einer Aktion eben ins Schloss gebracht. Und das war dann im Grunde der Kernbestand seiner Zentralbibliothek. Denn die eigentlich historische war die Landesbibliothek. Ja. Und die haben sich ja bis 68 tapfer allen Fusionierungsversuchen erwehrt. Also da wurde die Landesbibliothek mit integriert in diese Zentralbibliothek. Sie wurde 68 dann Zentralbibliothek der deutschen Klassik. Hörte als Landesbibliothek auf zu existieren. Die gab es dann nicht mehr. Ich glaube, die einzige Landesbibliothek, die sich mit sächsischem Starrsinn behauptet hat, dass die Sächsische Landesbibliothek in Dresden. Mhm. Alle anderen Landesbibliotheken sind abgeschafft worden. Es gab ja auch in Gotha noch eine und die nannte sich dann Forschungsbibliothek, glaube ich. Die bekamen einen anderen Titel. Wie hat sich denn das Berufsbild in dem Institut für klassische deutsche Literatur von der Tätigkeit im Verlag unterschieden? Ja, es hat sich schon in vielen Dingen unterschieden und ich habe mir damals schon die Frage vorgelegt, ob ich gut beraten bin, diesen Schritt zu wagen, denn es ist doch ein anderes Berufsfeld. Und ich habe mir die Sache auch nicht leicht gemacht, denn als Lektor hat man zunächst immer mit Manuskripten zu tun, vorliegende Manuskripten, die man bearbeitet, wobei eben der Aufbauverlag es so geregelt hat, dass Redigieren und Lektorieren in einer Hand lagen, während zum Beispiel ein Verlag wie Volk und Welt hat eben eine strikte Trennung. Die Lektoren lasen und wählten Titel aus und die Redakteure überprüften die Übersetzungen. Das war der Verlag der fremdsprachigen Literatur. Im Aufbauverlag lag das alles in einer Hand, wofür manche spricht, dass wir in manchen Fällen eher Redaktoren als Lektoren waren. Das heißt auch, man konnte aber wenig wissenschaftliche Literatur akkumulieren als Lektor. Das habe ich natürlich tun können für meinen Jean-Paul. Da musste ich mich ja auch orientieren auf die internationale Jean-Paul-Forschung und Klassikforschung allgemein, das schon. Aber mir fehlten doch dann noch gewisse Bildungsvoraussetzungen. Ich habe mich schon gefragt, mit Mitte 30 sollst du das nochmal machen. Aber die Vorgeschichte war ja die, nach Holzhauers Tod, 1973, gab es dann ein kleines Interregnum und dann kam Walter Dietze aus Leipzig als Generaldirektor nach Weimar und der holte dann Peter Goldammer aus dem Aufbauverlag zu sich als stellvertretenden Generaldirektor für Publikation und Forschung. Und dann warf also Goldammer sein Lasso aus und fing dann mich ein, denn es war so, aus dem alten, dieser alten Mannschaft bei den NFG waren vorhanden in dem neuen Institut Hans-Heinrich Reuter, Regine Otto, Wolfgang Hecht, Rosalinde Gothe. Anfang 78 war, glaube ich, Lutz Vogel schon da. Dann kam ich, Bernd Leistner war auch schon da. Und Dahnke kam dann Mitte 78. Und dann hatte ich mal so ein Kadergespräch, nannte man das ja damals, war eine Kaffeerunde bei Walter Dietze zu Hause, wo er mich voranrief und sagte, ich bin unter die Perlenfischer gegangen, habe ich gedacht. Also lieber Walter Dietze, sparen Sie sich diesen Schmonzes. Ich weiß doch, wie das gegangen ist. Goldammer hat mich empfohlen und Sie werfen jetzt das Lasso aus nach mir. Aber ich habe dann doch Ja gesagt und dann kamen ja weitere Kollegen hinzu, Heinz Hertel, kam wenig später hinzu, auch ein paar andere jüngere Kollegen, Kurt Krollop, ein Mann wirklich mit Profil, dem also im realen Sozialismus übel mitgespielt worden ist, das ist aber eine eigene Geschichte. Dann waren wir auch manchmal so ein bisschen Auffangbecken. Also kam zu uns zum Beispiel auch Jürgen Teller. Jürgen Teller war der letzte Assistent bei Ernst Bloch, und pflegte immer zu sagen, ich habe dem Faschismus mein Gehör geopfert und dem Sozialismus meinen einen Arm. Denn es war ja so, er war dann, nachdem er sich immer wieder zu Bloch bekannt hat, in die Produktion geschickt worden, hat in einer Leipziger Eisengießerei irgendein Kommando nicht gehört und dann hat ihm ein herabfallendes Gussteil
den linken Arm abgerissen. Und dann war er erst Leiter in einem Zentralhaus für Kulturarbeit, Volkskultur in Leipzig. Dann wurde er Cheflektor bei Reklam in Leipzig. Aber da er mit Hans Marquardt, den er ein irrationales Ekel nannte, nicht auskam, war er dann froh, bei uns nochmal andocken zu können. Und weil Walter Dietze auch irgendwie aus alten Leipziger Verhältnissen so eine gewisse Fürsorgepflicht für Jürgen Teller empfand. Es gab offenbar auch, ich sage mal, ein begründetes Mitleid mit ihm. Und dann kam Jürgen Teller zu uns und hat sich dann immer so eigentlich als im Blochscher Manier als belebendes Element erwiesen. Ernst Bloch muss ja ein großer Gesprächsleiter gewesen sein. Die Frau von Jürgen Jahn, die wie ihr Mann auch so zum Kreis von Ernst Bloch gehört haben, und die sagte mal, Bloch war wie ein weiser Rabbi in diesen Runden. Der hat auf alle Fragen eine Antwort. Und die Partei hat ja nicht ohne Grund ihm den Hauptvorwurf gemacht, er habe die Jugend verführt. Natürlich, es war etwas Magisches in seinem Wesen, das muss so gewesen sein. Peter Gülke hat mir neulich erzählt, dass die Blochianer um Bloch herum dann immer auch wie er sprachen. Also so in so einem etwas kurz angebundenen Donnerton. Gülke hat mir das sehr schön nachgemacht. Das übertrug sich dann auf die... Ja, und die Schüler haben das dann kolportiert. Na gut, wir sind wider beim Institut. Wir sind beim Institut weiterhin. Und das Profil bestand im Grunde darin, dass wir haben ja dann im Laufe dieser Jahre Einzelstudien veröffentlichen können zu verschiedenen Themen. Wir haben zwei Sammelbände veröffentlicht, ein Band mit Schiller-Interpretation bei Reklam und dann 89, noch ausgerechnet 89, wo alle Welt andere Probleme hatte, einen Zweibänder über literarische Debatten und Kontroversen im klassischen Zeitraum. Dann konnte man daneben Vorträge halten. Wir haben auch bei den Weiterbildungsveranstaltungen für Deutschlehrer einiges hoffentlich vernünftiger bewirken können. Dann habe ich eben den Raum 1 des Schiller-Museums konzeptionell zu verantworten gehabt und konnte auch eben meine editorischen Arbeiten fortsetzen. Ich habe dann also noch ein Band der Berliner Schiller-Ausgabe gemacht, den Band 4, das war auch eine eigene Geschichte, und habe die BDK zu Goethe, das war dann die Auflage, die Dietze mit Einleitung versehen hat, mit Kommentaren versehen, habe Jean-Paul Titan herausgegeben im Aufbauverlag, habe auch noch den Aufklärungsdichter Göcking, einer Sammelausgabe, herausgebracht. Das erschien dann erst 1990 und verlor sich dann im politischen Getümmel natürlich. Das war keine gute Zeit für klassische Ausgaben. Überhaupt für Bücher, also viele tolle Sachen sind ja 90 in die Ramschkisten gefallen. Ja. Und dann sind wir schon auch bei der Wende jetzt und dem Schicksal der NFG, die ja dann quasi aufgelöst wurde. Und da spielt Paul Raabe eine gewisse Rolle. Was tat sich da? Ja, um mit Paul Raabe zu beginnen. Ich denke, Paul Raabe war in der thüringischen Kulturpolitik ein Glücksfall. Das Kuriose war ja auch, dass Paul Raabe ein Bewunderer von Holzhauer war. Und er hat einmal hier einen Vortrag über Holzhauer gehalten, wo sich vernehmliches Grummeln regt im Auditorium, bei denen die Holzhauer noch kannten. Und neulich sprach ich mit der Frau des Philosophen Wilfried Lehrke, die war eine Neurologin in Weimar, und die sagte zu mir, die bei mir in der Sprechstunde waren, die Mitarbeiter von Holzhauer, die haben den gehasst. Das glaube ich auch. Aber das ist ein weites Feld. So, und dann war ja die politische Frage zu entscheiden, wie strukturiert man diese NFG, wie bindet man sie politisch an? Die Grundfrage war doch, definieren wir diese Einrichtung als Kultureinrichtung oder als Wissenschaftseinrichtung? Wäre sie als Wissenschaftseinrichtung definiert worden, dann wäre sie unter die Oberhoheit des Wissenschaftsministeriums gekommen. Definiert man sie als Kultureinrichtung, so kam sie unter die Oberhoheit der Kulturabteilung im Bundesinnenministerium. Denn das Kulturministerium hatte erst Gerhard Schröder 98 geschaffen. Das gab es ja vorher nicht. So wurde dann politisch entschieden. Und was dieses kleine Institut anging, da wurde gesagt, na ja, sie führen ja so eine Orchideenexistenz. Das ist immer gefährlich. Kleine Pflanze, aber leicht auszureuten.
Und dann haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wie das konkret genau ging, dann wurde ja Lothar Ehrlich, war ja dann zunächst Generaldirektor der NFG und ich glaube für eine ganz kurze Weile auch noch, bevor dann Bernd Kaufmann kam, war er dann noch wenige Monate Präsident. Dann wurde eben gegründet eine Direktion für germanistische Edition und Forschung. Das fand die Billigung der Politiker und die habe ich dann interimistisch geleitet. Und dann kam das Frühjahr 92, als dann Bernd Kaufmann Präsident der Klassikstiftung wurde. Da war dann die Frage, wie verteilt man die Aufgaben neu? Und dann wurde ganz oben entschieden und eines Tages bekam ich davon die Mitteilung, dass die Direktion für germanistische Edition und Forschung aufgeteilt wird in einen Bereich Editionen und in einen Bereich Forschung und Forschungsförderung. Ich behielt die Abteilung Editionen, Lothar Ehrlich bekam die Abteilung Forschung und Forschungsförderung und wir waren dann eben reichsunmittelbar direkt dem Präsidenten zugeordnet, kein Direktor war zwischen uns. Und da sind dann eben einige Goethe-Projekte begonnen worden. In der Editionsabteilung begann ich dann im Sommer 90 mit der Vorbereitung der Ausgabe von Goethes Tagebüchern. Und da gab es eine große Konferenz in Wolfenbüttel bei Paul Rabe, wo alle Goethe-Experten aus Wolfenbüttel, aus Düsseldorf, aus Frankfurt, aus Marbach, aus Weimar zusammensaßen und wo so ein Plan gemacht wurde, was könne man für Goethe tun. Und da die Edition der Tagebücher nahe lag, weil alle Handschriften in Weimar sind, die philologischen Vorarbeiten zu bewältigen waren, haben wir uns dann entschieden, wir beginnen mit den Tagebüchern. Und dann habe ich eine Reihe von Jahren das dann vorbereitet, haben wir ein Probeband gemacht, der dann auch nochmal in der Fachpresse kritisiert wurde. Und dann erschien der erste Band und bis heute ist ja die Ausgabe auch ganz gut vorangekommen. Ja, und dann kam eben der Sommer 93, weiß ich noch, da war eine erste Ausschreibung für die Stelle im Goethe- und Schiller-Archiv erfolglos abgeschlossen worden. Man hatte wohl nicht den geeigneten Kandidaten gefunden. Und dann war ich mal bei Kaufmann. Da sagte er zu mir, warum bewerben Sie sich nicht? Da habe ich gedacht, das kannst du ja fast als Einladung verstehen. Dann habe ich in wenigen Tagen da meine Papiere zusammengestellt. Dann gab es zwei Vorsingewettbewerbe und am Samstag vor dem vierten Adventssonntag fiel dann die Entscheidung. Und dann wurde ich also Anfang 94 zum Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs bestellt. Und das war dann deine Berufstätigkeit bis zum Ruhestand. Aber natürlich warst du in der ganzen Zeit auch schon Mitglied der Goethe-Gesellschaft. Seit wann genau war das? Also offizielles Mitglied bin ich, glaube ich, erst nach Abschluss des Studiums geworden. Aber es war so, meine erste Hauptversammlung war 1962. Denn es war damals so, es gab dann noch so gesamtdeutschen Studentenaustausch. Da gab es in Frankfurt einen Germanisten, der kam regelmäßig mit Studenten. Und es kam auch ein Kunsthistoriker aus Kiel, 62, auch mit einer Studentengruppe. Und dann sollten sich sozusagen die West- und die Oststudenten im Dialog die Kräfte messen. Das hat natürlich nie funktioniert, es sind daraus aber persönliche Freundschaften entstanden. Und da das wurde war ja die Jena, einzige ja, gesamtdeutsche so Gesellschaft und deshalb waren die Hauptversammlungen auch immer so wichtige Treffensmöglichkeiten für West- und Ostdeutsche. Also wenn ich an die erste Hauptversammlung denke, den Hauptvortrag zu Goethes Pandora hielt Wilhelm Emrich, Gerz aus Greifswald, das war dagegen nur ein fader Abklatsch, hat sogar das Neue Deutschland zugeben müssen. Und dann in der Diskussion waren eben noch Leute, die man heute noch vom Hörensagen kennt. Da war Paul Böckmann, einer der großen Repräsentanten der Hölderlin-Forschung. Die Diskussion leitete Hans Meyer. Und Hans Meyer, dann so in seiner unnachahmlichen Diktion, wer wie ich noch Karl Kraus die Pandora hat vortragen hören, hat uns gleich allen gesagt, wo wir einzuordnen sind. Er war noch einer, der noch Karl Kraus erlebt hat, ne? Während wir alle davon nur träumen konnten. Ja. Also es war wirklich, ich habe das später auch mal so formuliert, es war ein Fenster in die andere Welt. Genau. Und das traf für die ganzen Hauptversammlungen zu, ja, bis zum Ende der DDR. Und du wurdest dann auch Präsident der Goethe-Gesellschaft 1999 und mit Recht bezeichnest du das als deinen zweiten Beruf neben der Leitung des Archivs.
Also das ist sehr viel gewesen, was du da geleistet hast, auch an Reisetätigkeit. Auch zu Gründungen von ausländischen Goethe-Gesellschaften etwa bist du eigentlich immer gereist. Also erstmal war natürlich für mich die Tätigkeit im Goethe- und Schiller-Archiv die beste Voraussetzung. Und Werner Keller, mein Vorgänger, hatte offenbar irgendwann schon ein Auge auf mich geworfen. Er saß auch in der Berufungskommission damals, als es um die Besetzung des Archivs ging, und wird wahrscheinlich gedacht haben, also wenn ich hier ausscheide, dann kann ich das vielleicht mal in die Hände von Goltz legen. Denn wir hatten ja dann das Kuriosum 99 bei der Wahl, dass da zwei Kandidaten im Vorstand zur Wahl standen, nämlich Volkmar Hansen aus Düsseldorf und meine Wenigkeit. Normalerweise ist es ja so, bei der Besetzung solcher Ehrenämter drängeln sich nicht sehr viele nach dem Posten. Aber das war eine bestimmte Vorgeschichte und so kam es dann zu einer Stichwahl im Vorstand, denn die Ämter werden ja in der Goethe-Gesellschaft aus der Mitte des Vorstandes heraus gewählt. Die Mitglieder wählen den Vorstand und der Vorstand wählt Präsident, Vizepräsident und Schatzmeister. Und so, da bekam ich dann den Zuschlag und es war über die Jahre hin wirklich eine Menge Arbeit damit verbunden. Eine Doppelbelastung bis 2007, als ich dann aus dem Archiv wegging. Es waren auch etliche Probleme in der Anfangszeit zu lösen. Wir hatten dann also ganz unangenehme Auseinandersetzungen um das ehemalige Eigentum der Goethe-Gesellschaft. Gab es also wüste Querelen. Da war eine Mitgliederversammlung, die begann um 14 Uhr und endete gegen 23 Uhr. Unglaublich. Ja, es war also schon ziemlich schrecklich. Mhm. Das waren so, ich sage mal, die ersten 4 Jahre. Das waren schwierige Jahre, auch wegen dieser Eigentumsfragen. Und dann hat sich die Sache doch konsolidiert und stabilisiert. Und ich habe auch immer Wert darauf gelegt, den Vorstand als Organ in alle Beratung einzubeziehen. Keller hatte eher so die Neigung, sage ich jetzt mal, zu präsidieren und dem Vorstand dann eigentlich um die Zustimmung zu seinen eigenen Überlegungen zu bitten, so im Wesentlichen. Ich habe immer versucht, doch die Probleme darzustellen und dann doch stabile Mehrheiten herbeizuführen. Und es waren eben auch eine Menge kluge Leute im Vorstand, von Werner Frick und Müller aus Tübingen, außerordentlich profilierte Germanisten, auch Jochen Schmidt aus Freiburg, deren Rat war mir schon wertvoll. Und ja, so hat sich das dann ergeben und auch die Arbeit mit den ausländischen Gesellschaften hat mir auch viel Freude bereitet. Dadurch sind eben auch Reisen zustande gekommen. Ich habe nochmal nachgezählt. Es sind insgesamt 17 Länder, wo ich da als Vortragender unterwegs gewesen bin. Das hat auch viele menschliche, wichtige Begegnungen gebracht. Dann die Stipendiaten und, der Goethe-Gesellschaft, die du immer betreut hast, bis heute betreust. Ja. Und das auch für einen selbst persönlich bereichern, da liegt auch immer darin, dass man dann immer geneigt ist, wenn man irgendein Land besucht hat, sich speziell für dessen Probleme zu interessieren. Denn das Gute ist eben immer bei solchen Reisen, dass man das Land nicht als Tourist wahrnimmt, sondern man bespricht die Probleme mit den Kollegen und dadurch bekommt man auch Informationen über die Probleme des Landes. Das kriegt ja kein Tourist mit, welche inneren Probleme etwa China bewegen oder welche inneren Probleme in Indien existieren. Da muss man schon mit den Menschen selber mal reden und wenn die dann Vertrauen schöpfen, dann klappt das auch. Ich weiß mal einmal bei Herrn Mo in Chongqing, dann ging ich in seine Wohnung, da sagte er zu mir, hier ist bestimmt noch nie ein Ausländer langgegangen. Ich war der Allererste, der diesen Weg gegangen ist. Ein ganz besonderes Erlebnis hast du mir neulich auch schon berichtet und das hing mit dem Besuch des Ordens Pour le Mérite in Weimar zusammen und da hast du etwas gemacht, was man normalerweise eigentlich nicht machen durfte. Ja, das darf man gar nicht laut sagen, aber jetzt sind so viele Jahre seither verstrichen, da kann man das schon sagen. Nein, der Orden ist ja selber ein sehr elitärer, eine sehr elitäre Gesellschaft, die ist sehr strikt begrenzt. In der Personenzahl, Hälfte Ausländer, Hälfte Deutsche und ist wirklich die Crème de la Crème unter der Intellektualität. Und Albrecht Schöne, der Göttinger Germanist, ist ja Mitglied des Ordens und er hatte ja dann die wirklich maßstabsetzende Faustausgabe im Deutschen Klassiker Verlag herausgegeben und wollte eben mit dem Orden eine Sitzung in Weimar machen.
Und zu diesem Behufe kam er dann zu mir und bat mich, doch im Wittumspalais, wo dann der Orden tagen würde, doch die Handschrift von Faust II zu präsentieren. Das macht man eigentlich nicht. Ich habe mir dann doch einen inneren Ruck geben müssen, habe aber alle Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Und die beste Vorsichtsmaßnahme ist ja immer, dass man so tut, als ob gar nichts ist. Das ist wie bei Hasenkamp, dem Kunsttransport. Da darf man nicht den Anschein erwecken, es wird wertvolles Gut transportiert. Besser ist, die denken, es ist ein Möbeltransport unterwegs. Und so bin ich dann froh gemut, vielleicht mit einem Klimakoffer bewaffnet, dann ins Wittmungspalais gegangen. Und das hatte dadurch noch einen besonderen politischen Akzent, weil der Bundespräsident Roman Herzog anwesend war. Und es waren eben Geistesgrößen anwesend, zu denen man nur verehrend aufblicken kann. Also da war Hans-Georg Gadamer und Ordensmitglieder mussten dann kurze Reden halten. Und Gadamer rapsodierte so über den Faust. Und im Hof dann, als meine Kaffeepause war, erblickte ich dann Karl Friedrich von Weizsäcker, also auch eine legendäre Gelehrtengestalt. Ich meine, allein schon sich in der Gesellschaft solcher Menschen bewegen zu können, einfach mal mit denen zusammen sein zu können, ist schon was Besonderes. Also das sind Momente, die vergisst man auch nicht. Wie auch alle persönlichen Begegnungen mit Albrecht Schöne mir in Erinnerung bleiben werden. Einer wirklich der großen Germanisten unseres Faches, aber auch alle anderen, wenn ich also so an meine Begegnung mit Dieter Borchmeier oder mit Henrik Bierus denke. Norbert Oellers. Davon kann man nur profitieren. Ja, Norbert Oellers, den kenne ich nun seit Urzeiten. Ich meine, wir kennen uns ja aus relativ frühen Weimarer Zeiten. Und Oellers kannte ja im Grunde die NFG immer besser als manche NFG-Mitarbeiter, weil er immer über die Interna informiert wurde. Ja, du bist jetzt Ehrenpräsident der Goethe-Gesellschaft und 2018 bist du Honorarprofessor in Leipzig geworden. Das ist ohne eine Lehrverpflichtung eigentlich abzuhandeln. Aber wenn ich mir das alles so anschaue, dann würde ich sagen, du hast wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt in deinem Leben. Kannst du das bestätigen? Das würde ich im Prinzip bestätigen. Auf jeden Fall, was diese berufliche Entwicklung betrifft, da kann ich schon dankbar sein. Ich meine, dass man dann persönliche Schicksalsschläge auch zu bestehen hat, dass gerade in dem Jahr, in dem ich dann also diese Vorsingewettbewerbe hatte, 1993, meine Frau an Krebs starb, ob ich dann 4 Jahre später ebenfalls wieder heiraten konnte, diesmal dann sozusagen eine West-Ost-Ehe schließen konnte. Aber das wäre eine eigene Geschichte, eigene Erzählung. Nein, so alles in allem, wenn man auf das Berufliche blickt. Ich meine, ich neige nicht dazu, das, was ältere Menschen doch an sich haben, irgendwie nostalgisch die Vergangenheit zu verklären. Es gab auch unangenehme Momente, auch im Aufbauverlag schon. Es gab unangenehme Momente, auch in dem Institut. Ich meine, Hans-Dietrich Dahnke war ein wirklich liberaler Chef, der im Grunde ähnlich wie Goldammer die Mitarbeiter hat entwickeln wollen, ihnen Möglichkeit gab, sich zu entfalten. Jürgen Teller beispielsweise hat ja dann, als er über den Demetrius schrieb, auch Korrespondenz mit Volker Braun begonnen und Volker Braun hat in der Korrespondenz mit Jürgen Teller dann auch sein eigenes Dimitri-Stück entwickelt, das kann man alles nachlesen. Das alles hat es gegeben und auch, dass Gino Otto edieren konnte. Sie hat ihre Herder-Editionen gemacht, konnte ihre Herder-Forschungen fortsetzen. Das war schon ein großer Pluspunkt. Nur, wir hatten natürlich immer unseren Ärger mit dem Generaldirektor Werner Schubert, aber auch das ist eine eigene Geschichte. Also, wir hatten alles in allem noch Glück. An den Universitäten wehte ein viel rauerer Wind. Und Dahnke war auch deshalb aus Berlin gekommen, weil dort die ideologischen Gefechte am schärfsten geführt wurden. Berlin war immer direkt unter Aufsicht der zentralen Behörden. Und da sind ja auch manche Köpfe gerollt. Also auch Germanisten sind da in die Provinz geschickt worden, weil sie einfach nicht so gespurt haben, wie man es ganz oben wollte. Also war Weimar dann doch ein bisschen im Windschatten der Ereignisse, ja, ich ein ganz meine, guter Platz. Höpke, der sogenannte Buchminister, war ja der Oberaufsichtsführende. Und der hatte ja genug Querelen mit den Schriftstellern, den Lebenden. Das war ja sein eigentliches
Feld. Und da hat er ja nun genug Arbeit gehabt. Das war Literaturland Thüringen im Radio. Sie hörten ein Gespräch, das Annette Seemann mit Jochen Goltz führte. Eine Produktion des Thüringer Literaturrates 2024 mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.